So, willkommen zu einem spannenden Thema. Und zwar oft stellt man mir die Frage, wie tut man die Champions rauf? Oder Andreas, wie machst du das eigentlich? Wie entscheidest du? Und da sage ich immer, das ist eine ganz einfache Geschichte, Leute. Ihr müsst euch die Frage stellen, wie effizient, also effektiv der Champion sein soll. Und ob ihr einen Multi-Champion haben wollt. Ein Multi-Champion ist der, in mehreren Sachen eingesetzt werden kann. Oder ob ihr nur für eine Sache einen Champion einsetzen wollt. Nehmen wir mal Nick Fury. Nur ein Beispiel. Nick Fury kann eingesetzt werden Multi. Das heißt, er kann eingesetzt werden in Einzelmissionen, falls mal AM und AK nicht ist. Er kann eingesetzt werden in AK als Verteidiger, genauso aber wie auch als Angreifer. Er kann auch eingesetzt werden in AM, in allen AM-Missionen, da einfach ein richtig geiler Typ ist. Bastard einfach. Ein richtig cooler Typ. Und er ist multi-einsatzfähig. Da brauche ich nicht zu fragen, soll ich ihn rauf tun oder nicht. Den tue ich einfach rauf. Das Ganze ist mit gewissen anderen Champions. Und zwar Dr. Doom. Dr. Doom ist auch multi-einsatzfähig. Und da müsst ihr euch immer die Frage stellen. Kann ich diesen Einsatz Multi? Will ich das? Und habe dann wirtschaftlich einen riesen Nutzen von meinen Champions, die ich aufgetan habe? Oder will ich das nicht? Oder will ich warten? Und ihr dürft nicht vergessen, es gibt gewisse Missionen. Diese Missionen sind die Kavaliermissionen. Es gibt noch momentan keine Thronebreaker-Mission, aber die kommen auch noch. Aber in Kavalier gibt es eine Mission. Die nennt sich einfach Ausweichen. Und Ausweichen ist halt immer so eine Sache. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel Champions habe, wie Falcon, dann kann ich wunderbar ausweichen. Wenn ich jetzt kein Falcon habe, okay, dann wird es schwierig. Dann brauche ich einen Maulwurf. Und man kann natürlich auch ohne diese Champions perfekt kämpfen, wenn man gut drauf ist und kein Durchschnittszocker wie ich. Das sage ich auch immer wieder. Aber es geht hier nicht darum, sich das Leben schwer zu machen, sondern es ist einfach. Oder macht ihr euch das Leben auf der Arbeit oder wenn ihr in eurem eigenen Leben seid, super schwer und benutzt die 1000 Stufen statt den Aufzug. Wenn ein Aufzug super ist und ihr sagt, okay, bevor ich die 1000 Stufen steige, nehme ich lieber einen Aufzug. Okay? Es sei denn, ihr habt Angst vom Aufzug, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Also, es gibt eine Mission, da ist Falcon gut, weil er sozusagen diese Zielerfassung hat. Und diese Zielerfassung sorgt dafür, dass die, ja, man kann schön das jetzt formulieren, dass diese Gegner, die können nicht die Genauigkeit der Verteidigungsfähigkeit des Gegners um. Ne? Also während Zielerfassung aktiv, verringern Falkensangriff, was sich die Genauigkeit der Verteidigungsfähigkeit des Gegners um 100%. Das heißt, sie können auch nicht so einfach ausweichen. Ne? Und vor allem hier steht es auch nochmal drin, beim Ausweichen des Gegners, das Scansystem in Falkens Brille wird jedes Mal rekabeliert. Der Polacke schon wieder, der kann Deutsch gar nicht. Rekalibriert. Rekalibriert, ja, jetzt sauber. Aua! Wenn der Gegner einen passiven Ausweichen auslöst, wodurch Falkens kritische Schadenwertung auf unbestimmte Zeit um, bla bla bla. Und während Redwing aktiv ist, erhöht jedes Ausweichen, das der Gegner nicht auslösen kann, die kritischen Schadenwertung von Falken auf unbestimmte Zeit. Okay? Und das ist eine feine Sache. Ne? Der kann nichts machen, der Gegner kann nicht ausweichen. Es geht nicht. Und wenn ihr den nicht habt, als 5 Sterne oder 6 Sterne, dann macht ihr Maulwurf drauf. Und Maulwurf, der kann auch so schöne Sachen. Und zwar, ich zeige jetzt nur als Beispiel, ich würde es jetzt nicht durchzocken, deswegen. Ich bin Durchschnittszocker, ich bin froh, wenn ich überhaupt mal 2 Missionen schaffe. Ohne Units natürlich. So, gehen wir mal zum Maulwurf. Und machen wir mal zack. Und pausieren das Ganze, damit ihr meine Stimme hören könnt und nicht den Sound des Spiels. Und jetzt passt ganz genau auf, was passieren wird. Ja. Stopp! Links. Ja.
Links, rechts, 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 rechts. Und ausweichen kann er nicht machen. Der sagt sich, scheiße, der Arschloch, der Polacken-Hurensohn, der trickst ja. Das ist ja ein Trick, das darf er gar nicht. Zauberei, das deutsche Vaterland. Wir waren das schon wieder, also wirklich. Auf jeden Fall, das Einzige, was ihr hier braucht, ist nur deswegen Units, weil ihr einfach einen richtigen Schaden bekommt von Elektron. Ne, also deswegen braucht ihr Wiederbelebung. Es gibt Leute, die es auch ohne schaffen. Die schaffen es mit einem anderen Trick. Ja, gibt es. Aber es geht hier nicht um den Trick 17, sondern einfach um die Prinzip der Spielmechanik. Der Spielmechanik. Und die soll einfach sein. Okay? So. Wenn wir jetzt aber einen R5-Maulwurf gehabt hätten, der wäre durch, der wäre tot. Ich hätte ihn dann noch geheilt. Und gut wär's. Andererseits wiederum, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Venom nehmen und der ist ja, 20%, vielleicht schaffen wir das, der ist jetzt bei wunderbaren, dann können wir das auch machen. Er kann nicht ausweichen, weil alles, was ab 18% anfängt und drunter 18%, macht dann den Rest der Venom. Problem ist, wenn man es wirklich einfach machen muss, sind das schon eine ganze Menge Gegner. Also, wenn ihr Falcon habt, jedoch als 5 oder 6 Sterne und ihr habt Maulwurf auch gleichzeitig als 5 oder 6 Sterne und ihr habt einen Apokalypse, also Apokalypse und noch ein paar andere, die das unterdrücken, dieses Ausweichen, verständlich, ohne anzustecken, ohne irgendwas dafür zu tun, dann auf jeden Fall, für einen Mischmasch kriegt ihr dann 100% und darauf kommt es an, ne? Und der Maulwurf, der ist ja gar kein so schlechter, so wie der Falcon, ist kein schlechter Champion. Ne? Also von daher, wenn mich jemand fragt, und wenn er es auf unsere Liste, wir haben so unsere eigene Verteidigungsliste, ne? Die Motherfucker Champions, das sind die Beyond God Champions. Und wenn ich die anschaue, naja, da ist der Falcon nicht drin. Da ist auch der Maulwurf nicht drin. Wenn ich mir hier jetzt anschaue, falls ihr meine Maus hört, das ist die Liste, mit der ich jetzt rumspiele. Wenn ich jetzt Son of a Bitch Defense Champions gehe, dann, ja, dann sieht auch nichts. Und wenn ich auf Half Bastards und Half Painful Liste gehe, dann, ja, dann sieht es für Falcon auch blöd aus. Aber der ist dann weiter unten drunter. Ne? Deswegen muss man sich die Frage stellen. Ne? Wo lohnt es sich und wo nicht? Ne? Weil Venom zum Beispiel ist ein Champion, der ist an der wunderbaren Liste. Ach, der ist mittlerweile ist er abgestiegen, ist er schlechter geworden. Richtig. Aber Blade zum Beispiel ist auf der Half-Bastards-Liste, Agent Venom, so genauso wie Warlock oder Hyperion. Oder Magic, oder Spider-Man Steel Suit, oder Void, ne? Oder das Ding. Das sind die Champions, die ihr aufrüsten könnt, ohne Wenn und Aber, und die sind für alles gut, außer für einige Missionen. Ja, ich hoffe, die Antwort, auch wenn es jetzt der selbstverliebte Andreas etwas in die Länge gezogen hat, ich hoffe aber, die Antwort wird klar und deutlich und man sagt, ey, geil, danke Vulkanier. Endlich mal jemand, der schlauer ist als ein Mensch, weil er Vulkanier ist. Denn die Vulkanier haben eine höhere Logik als die Menschen. Ach, ist das schön. Und selbstverliebt ist er auch noch. Also besser geht's dann immer. Hey, du Schwein! Psch, aua! Das war wieder der Pinguin-Schnibbel, die Schnibbel, die Schnabbel, die Schnapp.